Helene Lestadius, das Leuchten der Rentiere. Was wissen Sie über die Samen? Ich wusste wenig. Ich lese Ihnen einmal ganz kurz eine Erklärung vor, die im samischen Parlament 1980 veröffentlicht wurde. Wir Samen sind ein Volk, dessen Zusammengehörigkeit nicht durch Staatsgrenzen gespalten werden soll. Wir haben unsere eigene Geschichte, unsere Traditionen, eigene Kultur und unsere eigene Sprache. Von unseren Vorfahren haben wir das Recht auf Land und Wasser und unsere eigenen wirtschaftlichen Aktivitäten erworben. Es ist unser unveräußerliches Recht, unsere eigenen wirtschaftlichen Aktivitäten und unsere Gemeinschaften in Übereinstimmung mit unseren Lebensbedingungen zu bewahren und zu entwickeln. Und wir werden gemeinsam unsere Territorien, unsere Naturreichtümer und unser nationales Erbe für kommende Generationen bewahren. Ungefähr 80.000 Samen leben heute in Norwegen, Finnland, Schweden und Russland. Und die Grundlagen, von denen Sie in dieser parlamentarischen Erklärung sprechen, sind massiv bedroht durch Landraub, durch Intoleranz, durch Unkenntnis und Nichtverstehen. Und dieses Buch erzählt von einer samischen Familie. Im Mittelpunkt steht die kleine Elsa. Elsa ist 9 Jahre alt, als sie erleben muss, wie ein Wilderer ihr geliebtes Rentierkalb bestialisch ermordet. Er befiehlt ihr zu schweigen, er bedroht sie, sagt, wenn sie jemals jemandem erzählt, was sie gesehen hat, wird ihre Familie ihr Leben lassen. Und Elsa vergisst das nicht und sie schweigt. Aber das, was sie gesehen hat, kann sie ihr Leben lang nicht vergessen und es wird sie und ihre Entwicklung und auch ihre Sichtweise beeinflussen. Die erwachsene Elsa ist eine leidenschaftliche und entschiedene Vertreterin für die Rechte der samischen Bevölkerung. Sie wehrt sich gegen das, was ihr an Intoleranz und Rassismus, alltäglichem Rassismus entgegengebracht wird. Sie wehrt sich gegen Wilderei und sie wehrt sich dagegen, dass die Polizei einfach immer wegschaut. Und ihre Gegner sitzen nicht nur auf der schwedischen Seite, sondern auch ihre eigenen Leute können mit ihren unkonventionellen Ansichten nicht umgehen, weil die Kultur eben sehr traditionell und ausschließlich von Männern geprägt ist. Ich habe dieses Buch, was im Übrigen 2021 als bestes Buch Schwedens ausgezeichnet wurde, wirklich verschlungen. Es ist ein Roman über den Norden, über das Nordlicht, über Kälte, über Schnee, über weite Horizonte. Es ist ein Roman über Traditionen, über ein indigenes Volk, was um seine Wurzeln kämpft. Es ist ein Roman über eine emanzipierte junge Frau, die einen eigenen Weg sucht, ihre Werte zu bewahren und sich an die Neuzeit anzupassen. Es ist ein großartiges Buch für all diejenigen, die gerne sowas lesen wie Gesang der Flusskrebse und irgendwas mit viel Natur und starken Frauen. Ganz, ganz toll. Und man muss es lesen, solange Winter ist, weil dort, wo die Samen leben, ist ungefähr 9 Monate im Jahr Winter und es ist die meiste Zeit in dem Roman bitter, bitter, bitter kalt.